Ein strahlendes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, respektive auch zu einer neuen Podcast-Folge. Ich grüße dich, lieber YouTube-Zuschauer, Zuschauerin, Schrägstrich Podcast-Hörer, Podcast-Hörerin. Was bekommst du in dieser knackigen Videobotschaft? Erstmal eure Fragen, denn eure Fragen sind mir wichtig. Es kam eine Frage, ich weiß nicht, woher es sie kam, aber es sind eure Fragen. Was ist bitte der Unterschied zwischen Einwand und Vorwand? So lautet die Frage. Meine Antwort dazu, ein Einwand ist ein Beispiel wie zu teuer. Dies ist ein Einwand. Diesen Einwand kannst du mit einer seriösen Antwort widerrufen. Zum Beispiel Merkmal, Nutzen und so weiter und so fort. Ein Vorwand ist zum Beispiel, ich muss mit meiner Frau darüber sprechen. Oder ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Und so weiter und so fort. Es gibt so viele Einwände, es gibt so viele Vorwände. Da will ich jetzt nicht so viel euch Beispiele sagen. Aber das sind so die klassischen Ein- und Vorwände. Bei solchen Vorwänden, was ich gesagt habe, musst dir bewusst sein, dass du da machtlos bist. Du kannst dein Gegenüber nicht überreden, sofort und heute den Vertrag zu unterschreiben, wenn er quasi sagt, ich muss mit meiner Frau darüber reden oder ich muss nochmal eine Nacht darüber schlafen. Musst du dein Gegenüber ziehen lassen? Du kannst ihn nicht darüber reden und manipulieren, wie so manche Verkäufer oder Verkäuferinnen machen tun. Und by the way, apropos, wenn du ein gutes Verkaufsgespräch mit einer guten Bedarfsanalyse führen tust bei deinem Gegenüber mit offenen und Alternativfragen, wird es weniger Einwände geben. Das behaupte ich und das stimmt auch. Warum? Weil ich das so mache und so gemacht habe. In der Offline-Welt zu 100%. Und ich habe eine 100% Abschlussquote gehabt. Ich habe nie Einwände gehabt. Und wenn ich mal Einwände gehabt habe, dann habe ich quasi diese Einwände natürlich seriös geantwortet und wieder gespiegelt und habe quasi meine Merkmale, meinen Nutzen noch einmal entgegengesetzt. Na? Vorausgesetzt, es kommt doch zu einem Einwand, ne? Kannst du quasi das ganz normal auch wie oben dir erklärt, kannst du das souverän antworten. Und hier ein kleiner Tipp, der mir sehr viel am Herzen liegt. Hör bitte auf mit des Besseren ist Feind des Guten oder bla bla bla, dieses alte doofe Verkäufergeschwätz von den 90er Jahren, das ist vorbei. Die Zeit ist reif für ein authentisches, ehrliches Verkaufen und empathisches Verkaufen. Schau mal, dein Gegenüber hat doch eine Herausforderung. Und wenn dein Gegenüber eine Herausforderung hat, muss quasi die Herausforderung von deinem Gegenüber erstmal angehört werden und auch verstanden werden von deiner Seite. Und du kannst dann dein Gegenüber dann diese Herausforderung mit ihm gemeinsam lösen. Und wenn du dies verstanden hast oder noch nicht verstanden hast, dann komme jetzt in mein Seminar. By the way, das findet jetzt am Freitag, Samstag und Sonntag und übernächste Woche auf Freitag, Samstag, Sonntag statt.
Wenn du da wirklich Interesse hast, von meiner hundertprozentigen Erfolgsschiene zu lernen und zu wissen, wie ich offline so agiert habe, dass ich quasi meine Kunden immer zu mir gekommen sind und ich ihnen quasi nichts irgendwie überreitet habe oder manipuliert habe, weil ich hasse es, Menschen zu manipulieren, denn was ist denn manipulieren? Wir werden alle irgendwie manipuliert durch die ganzen Medien, durch die ganzen Sachen. Und ich hasse es, Menschen zu manipulieren. Ich möchte einen ethisch korrekten Verkauf euch beibringen. Und es geht auch, weil das ist Kundenservice des 21. Jahrhunderts. Und by the way, Apple macht es schon seit Jahren so. Apple manipuliert keine Menschen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dazu habe ich schon mal eine Podcast-Folge hochgeladen. Musst du mal reinschauen, musst mal reinhören. Genau. Die Links sind alle in meiner Beschreibung. Dort habe ich auch kurz nochmal den Text zusammengefasst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge und in dem nächsten Video. Dein Micha.